gut zu erkennen. Moin Leute, willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zusammen mit Michi. Michi, meine Herren. Michi, meine Herren. Wir haben es doch durchgesprochen. Okay, nicht meine Herren. Die Kamera läuft. Jetzt echt. Das kann nicht sein. Du bist jetzt einfach der Michi. Ich bin jetzt einfach der Michi. Alter, ich. Den Vorspann lasse ich jetzt einfach. Also, du bist der Michi. Okay? Und bitte deutlich sprechen. Ganz deutlich. Okay, Leute, das war jetzt ein bisschen lustig. Ja, Michi war noch nie vor der Kamera, also gesprochen hat er fast noch nie. Aber es soll jetzt auch um ein Unboxing-Video gehen und nicht um ein Lach-Video und komisch sein Video. Okay, es geht um zwei Wagen. Für die Gartenbahn LGB. Die Artikelnummer von LGB ist 33401. Wer die bestellen möchte, gibt's wahrscheinlich noch. Michi, ja. Du hast sie bestellt. Gibt's noch. Sind gerade im Fachhandel. Werden gerade ausgeliefert. Okay. Sind wir einer der neuesten oder einer der ein bisschen zurückhängen? Na, die sind gerade jetzt am Ausliefern. Es sind, werden nur begrenzte Stückzahlen sind produziert worden. Also wer noch was haben möchte von diesen Wagen, der sollte möglichst bald oder möglichst schnell jetzt noch bestellen, ja. Oder heißt, wer überhaupt LGB hat, also Gartenbahn hat, viele haben Gartenbahn gar nicht, sondern nur H0 oder Z. Manche haben überhaupt keine, deshalb schauen die auch diese Videos, damit die etwas von Eisenbahn haben. Okay. Das sind zwei RAB-Wagen, Personenwagen, das sind AB-Wagen, 22, erste, zweite Klasse, einer und der andere. Der andere ist der C209, ein dritte Klasse-Wagen. Und die Artikelnummer von dem zweiten Wagen ist 33402, auch ein Personenwagen von RAB, natürlich auch von LGB. Okay, wo ist denn jetzt mein... Warte, ich brauch kurz mal ein Messer. So Leute, ich habe jetzt mein Messer gefunden. Michi, jetzt sei nicht so lustig. Ich kann mich nicht konzentrieren auf das Video. Ich frage mich auch, ob ihr das auch gut sehen könnt. Und Michi muss ich gerade mal die Hose hochziehen. Er hat eine sehr, sehr weite Hose an heute. Und dann ist ihm schon manche Sachen passiert. Aber ich will auch jetzt gar nicht so wirklich auf das Thema eingehen. Weil es schon ein bisschen... So. Zu diesem Wagen wird es auch die nächsten Wochen auch ein Fahrvideo geben. Wir haben ja heute Rasen gemäht. Das ist ja immer sehr, sehr wichtig. Wow, gleich schon ein riesengroßes Paket mit riesig fetten blöden Sachen. Okay, Michi, wenn du nicht die ganze Zeit jetzt nur ratlos rumstehst, kannst du mal von den zwei LGB-Fahrzeugen mal alles hier entfernen, auch die Ränder. Hier seht ihr jetzt nochmal die Summe von den zwei Wagen. Die haben wir sehr, sehr ermäßigt bekommen. Für jeden Wagen, wie viel haben wir ermäßigt bekommen? So 15 Euro. Für einen Wagen? 15 Euro pro Wagen, etwas günstiger, ja. Also die sind ja so, die kosten so um die 230 Euro im Fachhandel. Wir haben sie so für 207 Euro pro Stück bekommen. Ja, da seht ihr nochmal was. Wenn es überhaupt scharf ist. Ne, ist überhaupt nicht scharf. Gut, die Kamera kann sich nicht spezialisieren auf das. Ja, hättest du es jetzt noch nicht gemacht. Ach Leute, was ich noch vergessen habe, die zwei Wagen sind mit Innenbeleuchtung.
werden dann, und wir haben auch noch auch schon zwei von diesen Wagen. Und Federpuffer haben sie auch. Ja, haben wir auch noch nie gehabt. Wirklich. Okay, das sind schon mal zwei riesige Pakete. Hier könnt ihr schon mal etwas sehen von den Wagen. Sind sehr alt. Werden wir wahrscheinlich mit unserer neuen Dampflok von LGB nehmen. Oder die Heidi, die wir von LGB auch haben. Und wir wollten uns auch mal eine Echtdampflok kaufen. Aber das wird auch so sein, aber in ein paar Jahren. Das braucht ein ganzes Jahr, 12 Monate Bestelldatum. Vom Bestelldatum bis die Lieferung kommt, weil die müssen sie noch zusammenbauen. Und es dauert seine Zeit. Ich bin schon sehr, sehr froh, dass wir die da nicht zusammenbauen müssen. Das wird. Du hast sie ruhig gezeigt. Das zeige ich, wenn ich's, ja. Hier ist noch der andere. Das ist der AB-Wagen, AB22. Ja. AB heißt in dem Fall erste und zweite Klasse. LGB. Und da steht für draußen und drinnen. Draußen werden wir sie sicher aufbauen, aber drinnen, nee. Ja, hier ist alles schön ausgepolstert mit einem, wozu braucht man das? Also ich würde nie kapieren, wieso das immer so ausgepolstert werden muss. Du musst das jetzt nicht alles raus tun. Das doch, ich tue alles raus. Ha, das ist einfach das Schöne, was in einem Video, wenn man immer so relativ was Gleiches macht, zum Beispiel wie Palette immer in der alten UFO-Zeit auch immer Hallo Freunde am Anfang des Videos gesagt hat. Ja, man kann schon laut reden, weißt du? Es muss nichts nach den kommen. So, jetzt kommen hier mal die neuen Wagen. Warten Sie kurz. Okay, Leute, hier ist der erste und zweite Klasse Wagen. Wo wird eigentlich der Strom? Jetzt schaue ich auf die Rechnung. Das ist uninteressant. Hier ist der C-Wagen. Ja, den brauchen wir aber gerade nicht. Wir müssen erstmal den her, weil es ist ja nicht so viel Platz auf dem Tisch. Nimm mal das auf. Ach man, ich hab dafür 1000 Jahre gebraucht, die Dampflok auszupacken. Die werden aufgeklappt. Seitlich werden die Dinger aufgeklappt. Wer weiß das? Lass mich mal ran. Nee, ich. Ich muss es ja auch irgendwann mal lernen. So macht man es. Ah, Trivia. Hier seht ihr nochmal den Wagen ausgepackt. Hier sind auf mehreren Sprachen, wo ist Deutsch? Weiß ich nicht. Alles wegwerfen. Wir haben ja zwei von diesen Wagen auch schon gehabt. Aber der hier sieht irgendwie kleiner aus. Hier. Ich weiß es nicht, wie man die rauskriegt. Ja, lass mich mal. Alles hochheben. Der ganze Schaumstoff muss mit hochgehoben werden, sonst geht's nicht. Alter, Berlin-Wagen. Vorsicht, schnell weg. Wir haben keine Chance. Ich hab den Wagen da gerade nicht so sicher. Gut, hier ist auch wieder dieses gleiche Ding. Jetzt können wir das erste Mal den Wagen mal auf die Füße stellen. Ich hoffe, ihr seht hier auch was. Ihr seht gerade nur weiß.
Alter. Warte, hast du noch was vergessen? Jetzt sehen wir das erste Mal etwas vom Wagen. Ja, sorry. Okay, Michi hat sich da gerade ein kleines bisschen geschnitten. Seitlich raus. Ah. Junge, da sind schon richtige Einkerbungen drin. Hm, von den Rädern. Gut, so sieht der Wagen jetzt aus. Wie gesagt, das ist ja Spur 2M. Das ist natürlich um einiges größer als H0. Ja, weil ich muss auch wetterfest für den Garten. Ach, guck mal, jetzt ist es hier anders aufgebaut, hier mit so einer Stange. Das musst du zeigen. Und hier seht ihr auch die Kabel für die Innenbeleuchtung. Genau. Ja, das hier ist, glaube ich, Eingang, das rote. Und schwarz ist Ausgang. Ja, das ist der Plus- und der Minuspol. Und der wird natürlich von den Rädern wird der Strom abgenommen und wird ins Wageninnere geleitet. Ja, wenn man hier mal sieht. Ah, ich sehe die Innenbeleuchtung schon. Aber kann man wahrscheinlich auf der Kamera nicht wirklich gut sehen. Ja. Auf jeden Fall, da drin ist irgendwo die Innenbeleuchtung. So, kann man die Türen aufmachen? Nein, das ist sehr, sehr schade. Kann man das hier machen? Ja, das kann man sogar machen. Man kann hier diese Übertrittstufen nehmen und... Federpuffer haben die nicht. Sollten aber welche haben. Na gut. Gut, das ist aber auch nicht so wichtig. Ne. Also beim Betrieb brauchen wir das nicht unbedingt. Ja, und so sieht halt der ganze Wagen aus. Schärfer wird's mit der beim Fahrvideo. Wenn ihr diese Wagen gut findet, könnt ihr sie ja nehmen. Kann man die Innenbeleuchtung irgendwo ausschalten, manuell? Da müsste ein Kippschalter irgendwo sein. Decoder haben die Wagen ja nicht. Sonst wären sie ja noch mal einiges teurer. Da muss irgendwo an der Seite ein Kippschalter sein. Also da ist nirgendwo ein Kippschalter, sehe ich jetzt hier. Das kriegen wir schon hin. Also das kann man sicher irgendwo ausmachen. Sonst würde die ja die ganze Zeit leuchten auf dem Gleis. Ja. Wäre vielleicht auch nicht so toll. Also wenn ihr da noch was sehen würdet. Das geht nicht. Du musst den richtig auf die Räder stellen. So, dann nehmen wir mal den zweiten. Ja, den hier stellen wir mal auf die Seite. Wenn der mal richtig. Okay. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr das, womit du dich geschnitten hast. So, seht ihr gut. Yep. So. Hier ist das gleiche auch wieder drin, nur... Anderes Modell. Ja, das ist der AB-Wagen. Nee, Quatsch. Das ist der C-Wagen. Das ist der C-Wagen, der C209, genau. Ja, was ist da drauf? Was steht drauf? Eine Telefonnummer. Okay, das ist wahrscheinlich derjenige, der das verkauft. Jetzt mal da rein mit den fetten Fingern. Gleich weg. So, und jetzt, das kennen wir alle schon, kann ein bisschen schnell gemacht werden, da ist der Baba. Was machst du da, du musst es seitlich rausschieben. Ja, ja. Immer seitlich. Sieht der anders aus? Der sieht natürlich anders aus. Ja, die Reihe von... Die Fensterteilung ist natürlich anders, ist ja logisch. Ja, also wenn ihr seht, den Unterschied... Die Fensterteilung ist anders bei dem... Hier ist der Unterschied so gering. Und beim anderen
ist der Unterschied so gering. Genau, Also natürlich. schon relativ. Also kann man natürlich erkennen, dass die Bestuhlung in dem C-Wagen etwas enger sein wird, und da die Ja, was war Fenster jetzt etwas enger nochmal stehen. Art der C-Wagen? Ach, guck mal, da steht sogar 24 Plätze. 24 Plätze, also Sitzplätze natürlich. Ah, und auf jeder Seite sind 12. Das steht da sogar dran. Ja, klar. Krass. Wie viele Sitzplätze hat der? 40, 32, 32. Ja, siehst du mal. Nichtraucher. Das ist ein Nichtraucherwagen. C-Wagen, Nichtraucher. Das sind jetzt eigentlich normale Holzbänke wahrscheinlich da drin. Ja, gibt's hier eine Art Kippschalter? Nein. Aber auch wieder das gleiche Prinzip. Ja, das ist halt, um dass der Wagen in den Kurven gut geführt wird und nicht verkantet. So. Ja. Das ist eigentlich nichts Interessantes drin. Ja, ich glaube, das soll es jetzt auch schon für diesen Tag gewesen sein. Morgen gibt's noch ein Fahrvideo, also das Video schon 16 Minuten lang. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn ihr wollt, dass Michi nochmal in einem Video dabei ist, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Antwort da lasst. Und wir werden die Wagen dann bald zeigen im Fahren. Und natürlich ein Abo und ein Like da lassen wäre sehr nice. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das kommt sogar schon morgen. Ciao, ciao!